Hallo ihr Lieben, hier ist wieder Steffen von Loving Travel. In dem Video stelle ich dir die 10 wichtigsten und beliebtesten Tickets für London vor, denn das ist wirklich meine bevorzugte Art, in Städten unterwegs zu sein. Ich kombiniere sie gerne mit den Sightseeing-Pässen, wo ihr richtig viel Geld sparen könnt, mit ausgewählten Einzeltickets, die halt sicherstellen, dass ich genau zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin. Welche es sind, verrate ich dir hier und du kennst ja schon alle wichtigen Links, packe ich in den ersten gepinnten Kommentar und auch in die Videobeschreibung. Ich hoffe, da ist ein bisschen Inspiration für deine nächste London-Reise mit dabei. Und jetzt starte ich bei Platz 10. Ich arbeite mich vor bis zum Platz 1 und ich wünsche dir viel Spaß beim Inspirieren lassen. Los geht's! Auf Platz 10 ist die Westminster Abbey mit 6.165 guten Bewertungen. Wenn ihr Royal-Fans seid, wisst ihr, es führt kein Weg daran vorbei. Warum? Hier finden die königlichen Hochzeiten statt. Aktuell sind es 16 und die von Kate war tatsächlich die letzte. Aber gleichzeitig ist sie auch Ruhestätte für sehr bekannte britische Wissenschaftler oder Persönlichkeiten wie Charles Darwin und Isaac Newton. Die Westminster Abbey befindet sich ganz, ganz nah am Big Ben und den Houses of Parliament. Die werdet ihr hier auch noch sehen. Und vom London Eye. Das London Eye ist natürlich auch mit dabei, aber sei gespannt, auf welchem Platz es gelandet ist. Auf Platz 9 liegt The Shard. The Shard ist in der Skyline von London einfach nicht zu verfehlen. Ich liebe es. Über 6.300 Bewertungen hat sie oder hat es. Und es ist für mich eine ganz, ganz tolle Art, London zu erkunden. Denn ihr seid super weit oben und ihr habt einen wunderschönen Blick eben auf die Themse, auf den Tower of London bis hin. Ihr seht sogar ein kleines bisschen das London Eye. Wunderschöne Aussichtsplattform. Und noch ein Tipp, wenn ihr es noch ein bisschen länger dort aushalten wollt, geht in die Bar in der 31. Etage, da kann man es richtig gut aushalten und dann könnt ihr dann sogar mit einem Drink in der Hand nochmal den Blick ein bisschen länger genießen. Auf Platz 8 ist St. Paul's Cathedral. St. Paul's Cathedral war tatsächlich eine unserer Überraschungen, wie schön es dort tatsächlich ist. Also von außen ist es schon super beeindruckend. Ihr seht das ja, eine Riesenkuppel. Sie ist eine der größten Kuppeln weltweit, über 100 Meter hoch. Und ihr könnt sie natürlich auch besuchen. Es gibt eine Aussichtsplattform, also eine erste Aussichtsplattform, das ist die Stone Gallery und dann geht es noch ein bisschen weiter hoch und dann seid ihr oben an der Golden Gallery und wenn ihr dort oben angekommen seid, dann habt ihr einen fantastischen 360 Grad Rundumblick auf London. Richtig, richtig schön. Das sagen auch die über 6.700 Bewertungen. Auf Platz 7. Die Tower Bridge. Und wenn du dich jetzt fragst, wieso denn die Tower Bridge, wieso gibt es denn dafür ein Ticket? Das ist doch eine Brücke, wo ich rübergehen kann. Da hast du natürlich recht. Du kannst auch ganz normal über diese wunderschöne Tower Bridge rüberlaufen. Aber wenn du dann nach oben guckst, siehst du zwei Träger. Und wenn du noch genauer hinguckst, siehst du, da sind zwei Glasflächen eingelassen. Denn es gibt eine Tour, die euch in der einen Seite den Tower sozusagen nach oben führt. Dann könnt ihr dann über die Glasfläche oder über diesen Walk drüber laufen, habt eine Glasfläche, könnt nach unten schauen, erfahrt noch viel, viel mehr über die Geschichte der Tower Bridge, wie sie gebaut wurde, wie es überhaupt dazu kam, dass sie aussieht, wie sie aussieht und könnt dann halt tatsächlich von oben einen wunderschönen Blick auf die Themse und auf die Skyline von London genießen. Und nun gibt's einen Riesensprung. Auf Platz 6 ist Madame Tussauds mit über 13.700 Bewertungen. Madame Tussauds ist tatsächlich auch zu Recht, muss ich sagen, eine richtig coole Attraktion in London. Warum? Hier wird wirklich mit viel Liebe zum Detail an den Charakteren gearbeitet. Es gibt wechselnde Ausstellungen und ihr könnt wirklich sehr, sehr realistisch wirkende Fotos machen. Wir waren selber auch drin, hatten eine richtig gute Zeit, plant ungefähr 2 Stunden ein und das ist eine der Attraktionen, die ist auch wunderbar geeignet, wenn ihr mit Familie in London unterwegs seid. Auf Platz 5 ist die erste Bootstour. Ihr wisst, ich liebe Bootstouren. Das ist die Bootstour, die euch vom Westminster Pier, was ganz, ganz nah am Big Ben ist, bis nach
Greenwich führt. 2 Stunden dauert die Tour hin und zurück und auf dem Weg dorthin zur berühmten Sternwarte habt ihr jede Menge Highlights, die ihr euch vom Wasser aus ansehen könnt. Angefangen vom Houses of Parliament, ihr seht das London Eye, die Millennium Bridge, Tate Modern, St. Paul's Cathedral, ihr seht die Tower Bridge, ihr seht The Shard, die Skyline mit dem Sky Garden und ihr fahrt sogar noch weiter bis Canary Wharf. Und wie gesagt, die Tour dauert 1 Stunde, dann habt ihr da ein bisschen Zeit, den Teil zu erkunden und fahrt dann den gleichen Weg wieder zurück. Das heißt, plant um bei 2 Stunden ein, ja pro Tag mehrere Uhrzeiten abzufahren. Das heißt, da ist für dich auf jeden Fall mit was dabei. Harry Potter Fans, aufgepasst. Hier ist die erste von 2 Tickets mit dabei, die die Herzen höher schlagen lassen wird von allen Harry Potter Fans. Ich bin selber ein großer Harry Potter Fan. Das hier auf Platz 4 nennt sich Magisches London. Das ist ein geführter Rundgang mit einem Londoner Guide. Das heißt, ihr habt eine super geile Kombination aus mehr Informationen zu Harry Potter, zu den Harry Potter Drehorten zu erfahren und gleichzeitig erfahrt ihr dabei was über London. Es sind verschiedenste Orte mit dabei. Wir haben natürlich auch ein Video dazu, das verlinke ich dir oben drüber und unten drunter. Und die Tour dauert so ungefähr 2,5 Stunden. Ihr habt 2 Optionen. Wenn ihr wisst, das Wetter ist cool, würde ich euch empfehlen, diese Tour zu machen, dass ihr diesen Spaziergang macht mit Guide und der Kombi von der Bootstour. Das heißt, ihr fahrt dann mit dem Boot zu den nächsten Punkten, dass der Weg nicht so weit ist. Oder ihr könnt dann halt auch die Tube nehmen. Das ist sozusagen die wetterunabhängige Variante. Und das ist halt super beliebt. Das seht ihr an den über 19.000 Bewertungen. Auf Platz 3 ist die nächste Tour. Auch die haben wir gemacht. Und zwar ist das die Tour zu den Warner Brothers Studios. Harry Potter-Fans wissen das, das ist eine der Orte, da müsst ihr unbedingt hin. Also, als wir die Tour gemacht haben, auch das Video verlinke ich dir, würde dich wenig überraschen, hatten wir tatsächlich eine richtig, richtig gute Zeit. Es ist eher fast ein Tagesausflug. Ihr fahrt ungefähr 1,5 Stunden, bis ihr dort seid. Dann habt ihr so 4 Stunden, wo ihr das Studio auf eigene Faust erkunden könnt und fahrt dann wieder 1,5 Stunden zurück. Ist super beliebt. Über 20.000 positive Bewertungen hat dieses Ticket. Was will ich damit sagen? Wenn du Tickets findest, die zu deinem Reiseplan passen, genau an dem Wochenende oder dem Tag, wo ihr dort sein wollt, bucht schnell, denn sie sind super beliebt und sehr, sehr schnell ausgebucht. Auf Platz 2 ist der Tower of London mit über 22.100 Bewertungen. Was soll ich sagen? Der Tower of London, auch dazu habe ich ein Video, ist super spannend. Da könnt ihr bestimmt 2 Stunden einplanen. Der war schon vieles. Der war ein Zoo, der war ein Gefängnis. Heute ist er bekannt, weil dass da die königlichen Kronjuwelen gelagert sind. Neben ganz, ganz vielen anderen spannenden Sachen. Holt euch auf jeden Fall vorne einen Audioguide. Das fand ich sehr, sehr spannend, weil ihr dann ganz, ganz viel mehr erfahrt. Leider kann man die Kronjuwelen nicht zeigen, denn man darf dort nicht filmen. Aber ich empfehle es dir wirklich, dorthin zu gehen. Es ist ein super spannender Ort, auch für Familien. Könnt ihr da halt richtig schön eine richtig gute Zeit haben. Weil es auch relativ weitläufig da drin ist, habt ihr da garantiert eine richtig, richtig schöne Zeit. Und last but not least, warum solltet ihr hingehen? Ihr habt von dort einen tollen Blick auf die Themse, auf die Skyline. Auf der einen Seite und auf die Skyline natürlich. Auf der anderen Seite mit allem voran halt die Sky Garden. Wunder, wunderschöne Tour. Tower of London ist auf Platz 2. Das London Eye ist, dafür haben sie extra eine Kategorie ausgedacht, das höchste freitragende Riesenrad. Über 130 Meter hoch, hat 32 Kapseln sozusagen an Anlehnung an jedes Stadtviertel, was London so zu bieten hat. Und wie gesagt, die Fahrt einmal ringsherum dauert 30 Minuten. Ihr habt von dort einen wunderschönen Blick auf Big Ben. Näher kommt ihr dann aus dieser Höhe nicht dran. Ist ein wunderschöner Ausblick, genießt es und zu Recht ist es, finde ich, auf Platz 1, denn über 26.000 Bewertungen können einfach nicht lügen. So, ihr Lieben, das waren die 10 beliebtesten Tickets, die es für London gibt. Alle davon habe ich dir unten drunter verlinkt und nach kommen ganz viele Videos, denn wir haben ganz, ganz viel Neues für dich rings um London. Wenn du das nicht verpassen willst, abonniere direkt mal den Kanal.
Das freut uns riesig sehr. Das freut den YouTube-Algorithmus, weil wir dadurch einfach noch viel, viel mehr Leute erreichen, die nach London wollen. Und was ich auch noch für dich habe, lade dir unbedingt unsere kostenlose Loving London App herunter. Da findest du super viele Tipps. Und als nächstes empfehle ich dir eins von den beiden London-Videos, die ich dir hier direkt als nächstes verlinke. Also, habt eine großartige Zeit in London und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, euer Steffen von Loving Travel.